Hallo und herzlich willkommen zu Magic the Gathering Arena. Ich habe mein Spotify-Abo gerade eben gekündigt, weil das Ding will einfach nicht starten. So, und ich benutze es eh nur zum Streamen, das heißt, ich kann eigentlich auch auf etwas anderes wechseln. Mehr dazu in der nächsten Woche. Saisonrangliste. Limited April, Bronzestufe 4, Constructed April, Bronzestufe 1. Ja, ich habe es ja hier bis Stufe 1 geschafft gehabt. Abholen. Jetzt haben wir auch mal wieder Musik. Wir kriegen noch Kaltheim Booster. Und in Constructed fangen wir sogar in Stufe 3 an. So. Mach's mal kurz ein bisschen leiser. So, wir fliegen so ein bisschen die Ohren weg. Guten Morgen und Grüße aus Langwitz. Guten Morgen und Grüße zurück aus Berlin. So, ja. Warum zeigt ihr mir eigentlich das an, wenn ich das doch überhaupt gar nicht habe? Ich habe keinen Meisterungspass. Das heißt, das mir anzuzeigen, bringt mir nichts. Ich baue ein neues Deck gleich übrigens zusammen. Oh, hoppla, was haben wir im Store Neues? Einfach für die es interessiert, einfach reingucken. Übrigens, es kann nicht mehr passieren, dass ich aus Versehen meinen Bildschirm zeige, da ich das Spiel jetzt auf eine extra Quelle gelegt habe. Haha. Das heißt, ihr seht das Spiel zwar immer noch, aber wenn es abstürzt, wie es wahrscheinlich hier gleich passiert, dann seht ihr einfach Testbild. Stürzt es ab? Nein, es stürzt nicht ab. Was haben wir denn hier? Irgendeine kosmetische Karte aus Truhen von Eldraine? Okay. Es leckt gerade so ein bisschen. Der Rechner, der ist noch nicht lange an. Das merkt das Ding, glaube ich, auch. So, ich habe noch Boosterpackung. Hier los, der Rechner voll belastet gerade, oder was? Kaltheim. Uhu. Kardur, Doomskar-Krieger. Alles klar. Spielsee. Instabiler Fjord. Das ist immer schön, wenn man verschneite Länder hat. Chrisley-Vorreiter. Und Magda. Tollkühne Banditin. Ja, gut, why not, ne? Schatz. Ein Schatz. Ne? Kann man opfern, dieses Artefakt, und dann einen Mana einer beliebigen Farbe generieren. So. Beim letzten Mal hatten wir einfach nur weiß, weil irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Ich hoffe mal, dass die Kartenrücken wieder funktionieren. Dass sie das gefixt haben. Guten Morgen. Schattentiger Neo 93. Bin gar nicht gewohnt, so viele Zuschauer am frühen Morgen zu haben. Ach, guck mal, es funktioniert wieder. Das heißt, wir können hier auch mal wieder. Komm, wir machen so, wir splashen ein bisschen Rot rein. Wir machen daraus einfach ein Kundhort-Deck. So. Haben wir noch irgendwas im Sideboard? Nö. Vielleicht kriegen wir irgendwas mit Lerne eine Lektion noch hin. Na, guck mal, auch. Ist immer lustig, wenn man halt die gleiche Karte in verschiedenen Designs hat. So, wir splashen jetzt einfach noch Rot rein und nehmen dann dafür anderes raus. Zum Beispiel das hier weg, dafür das rein. Dann kurz mal Weiß wegnehmen, einfach nur gucken, was wir hier so in Rot haben.
Dafür das denn noch rein. Und einen trutzigen Schlag weg. Das ist noch eine Standardkarte hier. Nee, war wohl keine Standardkarte. Gut. Also wegen der Rückseite wird mir das angezeigt. Wirf eine Karte ab und ziehe dann eine. Hm. Naja, gut. Bosen haben wir drinne. Wenn die Achtdose stört, warum nicht, ne? Ja, kurz mal dreimal reinpacken. Wir müssen mal was anderes aber wieder rausnehmen. Was in dem Bereich ist. Pien Wachhund würde ich ja gerne drin lassen. Wir können jetzt zweimal göttliches Gambit rausnehmen. So oft brauchen wir es ja nicht. Und ein Greifenhorst. So. Ich splash einfach ein bisschen Rot rein. Guten Morgen, Antomatom. So. Immer wenn dieser Zug eine Kreatur... Lege eine und sie hält Eile bis zum... Ja, lerne eine Lektion. Gut, ob Lektionen jetzt so unser Ding hier sind, weiß ich noch nicht, aber... Ich versuche natürlich, Dinge auch ein bisschen stark zu machen. So. Der Rimmsteinritter... Er kann halt nicht blocken. Ja, blocken will ich ja schon irgendwo auch mal was, ne? Können. Dann Augusta, Dekanin der Ordnung. Die können wir noch reinnehmen. Beziehungsweise Plagdekan des Gaos. Viel Text, wie man sieht. Andere getappte Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1, plus 0. Andere ungetappte Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 0, plus 1. Immer wenn du angreifst, enttappe alle Kreaturen, die du kontrollierst und tappe dann eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst. Und der Plag... Hoppala. Naja, neu würde ich jetzt nicht sagen. Ich mache es ja nun auch schon eine Weile, aber ich muss ja hier ein bisschen immer wieder die Karten durchlesen. Wirf eine Karte ab, ziehe eine Karte... Decke Karten oben. Vor allem, wenn die immer so viel Text haben. Nehmen wir einmal rein. Ich kann noch mal eine Katze raus. Die Ebenen und die Länder, die muss ich eh noch mal. Moment. Daraus machen wir natürlich 11 und... 'Haben wir hier schöne Strixhaven-Länder da. So. Ach komm. Wir machen es einfach mal so. Ändern natürlich nochmal gleich hier das Bild. Das geht ja, wenn ich das einfach so mache. Ja, jetzt nicht gerade von ihnen, aber vielleicht von... Moment, kann ich das nicht so machen, dass ich hier einfach das Bild von Augusta nehme? Augusta. Oder muss ich das von Plag nehmen, weil der auf der einen Seite ist?
Ist mir auch egal, ganz ehrlich. So. Dann machen wir es halt einfach so. Einfach nur Kundtort. So, fertig. Speichern. Ob's was wird, wir werden's sehen. Ich sag mal so, es kann nur schief gehen. Na, seit wann? Ja. Also ich sag mal so, eigentlich spiele ich ja aktuell nur Magic the Gathering online. Ich meine Arena. Das ist. Dann hatte ich aber davor ja schon andere Dinger gespielt, also Magic 2015 hatte ich ja auch schon. Also immer mal wieder spiele ich halt Magic mit ein bisschen Pause zwischen. Also es ist ungefähr so, ja, 2015 hat's angefangen. Zwei Gebirge, obwohl ich ja nur, naja, gut, weiße Karten habe. Aber ich behalte die mal. Ich spiele natürlich erstmal eine Ebene. Gucken, ob ich noch irgendwas kriege. Aber nach Corona mal gucken, ne? Oder wenn die Pandemie vorbei ist. Ein nach Corona ist immer so eine Sache. Ich habe zwei weiße Karten. Also zwei Le Ebenen. Das heißt, es geht ab. Minus eins bis zum Ende des Zuges. Naja, gut. Nicht ganz so schlimm. Außer wenn ich halt angreife, er blockt, der stirbt und dann, naja, nimmt er die noch gleich einfach mit. Aber es steht ja auch eine Ke Kreatur in deiner Wahl, also kann er quasi auswählen, wen. Fliegen, ey. Der wird blocken. Und den wahrscheinlich mitreißen. Oder den Hund selber. Je nachdem. Aber vermutlich eher den geheiligten Priester, weil der kann nach einer Weile ein bisschen nervig werden. So. Mit dem Flieger wird er ja wohl nur angreifen, oder? Sumpf hat er auch noch nicht ausgespielt. Spielt er hier nur schwarz, oder? Ob da noch eine andere Farbe. Tintling ist darauf gekommen. Vielleicht spielt er auch noch Weiß. Wer weiß. So. Erstmal eine Ebene. Erstmal eine Ebene. Was, wenn er blocken wird? Glaube ich nicht. Wenn mit dem Tintling. Gehen beide drauf. Bin ausgetappt, also wird er ja wohl angreifen. Danach habe ich dann zwei Mauern. Danach kriegen wir noch mal ein bisschen Lebenspunkte dazu.
Aber dann werde ich halt auch gleich noch den Engel der Lebenskraft spielen. Einfach nochmal durchlesen, ne? Achso, dann triggert ja noch das Ding. Ah, wird noch stärker. Schlimm, schlimm, schlimm. Man bräuchte Verteidiger mit Reichweite oder so, oder mit fliegend. Aber Reichweite macht ja eher Sinn. Was? Okay. Ja, übertreibt man nicht. Übertreibt man doch. So. Eins, zwei, drei. Ungerade. Das Ding ist ja, hat er ja quasi nichts, ne? Ist auch drei. Ich hasse Flieger. Habe ich das schon mal gesagt, dass ich Flieger hasse? Ich kann ja nicht alles auf Fliegen setzen. Fliegend ist halt immer so eine Sache. Ja, alles klar. Jetzt habe ich keine Karten mehr auf der Hand. Also, wir merken schon. Das ist so ein bisschen schief gelaufen. Kann eh nichts blocken. Ich habe verloren. Aber ich sag mal so, dafür bin ich halt nicht so richtig drin immer in dem Spiel. Also zu sagen, neu, das ist halt, bin ich zwar nicht, aber ich bin halt auch nicht so der Profi. Ja. Dafür, dass ich halt nicht so regelmäßig spiele. Mal zum Reinkommen. Blaue oder rote Zaubersprüche. Ah ja. Rote oder grüne. Blaue oder rote. Also eigentlich muss ich nur rote Zaubersprüche spielen, um die Aufgaben zu schaffen. Das kriegen wir ja hin. Aber gewinnen will ich ja trotzdem. Dementsprechend alles erstmal okay. Boah, alles ein bisschen durcheinander, das passt.
spielen wir erstmal eine Ebene. Okay. Ja, frage ich mir mittlerweile eigentlich auch. Hätte mehr Weißes drinnen lassen sollen. Wahrscheinlich, falls ich nochmal was ändere an diesem Deck, dass ich nicht nochmal das Mana austauschen muss, was aber Quark ist. Aha. Aha. Okay, er kann es selber dann spielen. In dem Zug. Also in dem Fall jetzt nicht, aber er könnte es spielen. Gut, dass ich die Karte immer noch habe. Da kann ich immer noch Ebenen raussuchen. Ja, ich weiß. Ich bin halt faul. Da haben wir diesen Rimmsteinritter, den ich nicht drin reingenommen habe, weil er halt nicht blocken kann. Aber wahrscheinlich ist es auch gar nicht so schlimm, dass er nicht blocken kann, weil er hat ja eh immer nur einen Widerstandskraft. Hm. Boah. Das Ding noch einfach mal durch. So. Ja, bis zum Ende des Zuges. Push deine Kreaturen und als 3-1 ist gut zum Angreifen und wieder Schaden machen, oder? Ja. Ja, gut. Ja, gut, das brauche ich eigentlich nicht. So, weiter. Ich habe irgendwas zum Blocken. Und das muss ich ja erst nächste Runde ansetzen, weil die haben wir hier noch. Ja, wir wissen ja, Summoning Sickness. Rustiger Biss, alles klar, tschüss wieder. Dann noch zum Ende des Zuges gemacht. Legendäre Verzauberungskreatur. Eins, okay. War jetzt gleich nicht mehr. Meine Güte. Die Kontrolleure stirbt, erzeuge einen 1-1 roten Saatzug-Kreaturen. Spiel mit diese Kreatur kann ich blocken. Stärke 4 mehr, dann sind 2 solche Spielsteine. Okay. Nochmal den Hund. So, Gebirge.
erstmal ein bisschen was ausspielen. Vielleicht soll ich den Rimmstein-Ritter noch reinnehmen. Vielleicht soll ich ein bisschen mehr rote Karten noch reinnehmen, sodass es sich ein bisschen ausgleicht. Ey, der kann nicht blocken. Solange das ja alles hier noch standardlegale Karten sind, ist ja alles okay. Es kam nochmal zuerst Teros und dann Ikoria. Ne, Moment, Ikoria ist es hier gar nicht. Das ist Thron von Eldraine. Das ist Teros. Ikoria ist dieses komische Auge. Das habe ich hier nicht, gerade. Gut. Warum ist ja euch egal, was zuerst kam? Das ist alles in einem Zyklus auf alle Fälle passiert. Blocken, naja, nee. Wobei, das ist halt immer schwierig. Sollte man blocken? Sollte man den Schaden nehmen? Sollte man den Trutz spielen? Den Schlag mal nicht, den trutzigen Schlag. Den Trutz. Irgendwas muss ich gleich wegblocken. Ich habe ja hier noch eine Mauer. Habe ich vergessen übrigens. Den hätte ich machen können. Aber vielleicht hat er ja Zeitnöte. Ah ja, okay. Wir machen es einfach so. Meine Güte. Nochmal. Achso, jetzt als Kreatur. Bis. Muss eh blocken eigentlich, aber ich kann nicht alles blocken, also ist eh GG. Ich hätte gleich ein bisschen was umwerfen. Nochmal im Deck. Also das ist das hier, ne? Immer wenn der inbrunstige Champion angreift, erhält ein anderer angreifender Ritter deiner Wahl. Das ist denn der hier. Und dann kam jetzt noch der Funkenspalter. Okay. Das ist halt wie gesagt GG.
Gut. Wir splashen da mal ein bisschen was rein. Ich habe so das Gefühl, Feuer, das weiße Deck hat besser funktioniert als das, was ich jetzt hier, hoppla, draus gemacht habe.